Das Schärflein der Witwe. Am Eingang des Tempels von Jerusalem steht ein Opferkasten. Das Geld, das darin gesammelt wird, ist zum Lob Gottes für den Gottesdienst bestimmt, aber auch für arme Menschen, die es brauchen. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Jesus ist in Nazareth zu Hause. Dort wächst er auf. Er ist ein Kind wie andere Kinder auch. Das verlorene Schaf. Jesus erzählt viele schöne und spannende Geschichten. Viele Menschen hören ihm zu. Immer können sie dabei auch etwas Wichtiges über Gott kennenlernen. Und von dem, was Menschen brauchen, um gut zu leben. Er bringt eine gute Nachricht. Er sagt, Gottes Liebe hat keine Grenzen. Stellt euch vor, ein Mann hat 100 Schafe. Er zieht mit ihnen umher, denn eine Herde braucht immer frisches Futter. Jesus ruft seine Jünger. Von nun an begleitet ihn Levi. Sie kommen zum See von Galiläa. Am Ende wird alles gut, durch Gott, durch Jesus, das glauben sie. Immer wieder schauen sie auf Jesus mitten unter ihnen und sie wissen, wir erzählen von der Liebe. Jesus aber ist die Liebe Gottes. Er lässt Menschen die heilende Kraft Gottes spüren wie niemand sonst.